Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute Frau Maria Demitzi zu Besuch haben. Sie ist Anwältin, Partnerin der Kanzlei RDS in München und befasst sich sehr stark mit dem, was uns eigentlich alle interessieren sollte, nämlich mit dem, was passiert, wenn etwas passiert, also mit der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht. Hallo, Frau Demitzi, Grüß herzlich Gott, willkommen. hallo. Grüß Gott aus München. Hallo, Herr Müller. Danke für die Einladung. Gerne. Frau Demitzi, fangen wir mit der Patientenverfügung an. Es kann gerade jetzt auch, ist das vielen bewusst geworden, nach 2 Jahren Coronavirus-Pandemie ja von jetzt auf gleich passieren, dass man sich in ärztliche Behandlung ins Krankenhaus begeben muss. Patientenverfügung, was bedeutet dieses Wort, was steht dahinter und was muss man tun? Die Patientenverfügung ist tatsächlich relativ spät ins BGB in unser Gesetz aufgenommen worden. Das war zwar im September 2009, 1.9.2009. Unter einer Patientenverfügung versteht man, gibt es auch eine Legaldefinition im Gesetz, Paragraph 1901a BGB, dass man muss zunächst volljährig sein und einwilligungsfähig sein, dass jemand seinen Willen schriftlich darlegt, was in bestimmten ärztlichen Situationen passieren soll, wobei man da quasi den Fokus auf die Zukunft legt, was für zukünftige Situationen passieren soll. Das heißt, ich kann heute in der Patientenverfügung festlegen, was passiert, wenn ich ins Krankenhaus komme, aber da zum Beispiel mit dem ärztlichen Personal nicht mehr sprechen kann oder mich Ganz nicht genau. ausdrücken kann. So ist es. Die Patientenverfügung ist quasi der antizipierte Wille, wenn ich mich selbst nicht mehr ausdrücken kann. Solange man seinen Willen irgendwie kundtun kann, sei es auch nur durch Gesten oder Blicke, zählt für die Ärzte immer der aktuelle Patientenwille. Dieser ist immer zuerst maßgeblich. Und wenn der Patient sich nicht mehr artikulieren kann, klassisches Beispiel, wenn man zum Beispiel ins Koma fällt, dann kommt die Patientenverfügung zum Tragen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine Patientenverfügung abschließen wollen. Ich bin ja kein Medizinexperte. Woher soll ich denn wissen, was ich regeln muss, was ich regeln kann? Genau, und deswegen gibt es da quasi die Profis, die Patientenverfügungen erstellen. Das sind einmal Rechtsanwälte und Notare, die da tatsächlich die Anlaufstellen sind, um eine rechtsgültige, rechtswirksame Patientenverfügung erstellen zu lassen. Das Problem ist sehr oft, wenn man da selbst rangehen möchte, dann sind solche Patientenverfügungen im Zweifel auslegungsbedürftig, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch nichtig. Jetzt will ich Ihnen nicht zu nahe treten, Frau Demitzi, aber auch Sie sind ja keine Ärztin und keine, also nehme ich mal an, keine Krankenschwester, Sie sind ja Rechtsanwältin. Also woher können Sie denn sozusagen medizinische Notfälle antizipieren? Das ist einfach, weil wir uns an diesen Rechtsrahmen halten. Die Patientenverfügungen, die wir erstellen, die sind einfach rechtswirksam und umfassen quasi dieses Spektrum, um welches es geht, wenn die Patientenverfügung zum Tragen kommt oder zum Tragen kommen soll. Genau. Sie haben gesagt, dass das medizinische Personal die Patientenverfügung dann umsetzt, anerkennt, wenn man sich nicht mehr selbst im Krankenhaus zum Beispiel artikulieren kann. Woher weiß denn der behandelnde Arzt überhaupt, dass ich eine Patientenverfügung habe? Die Patientenverfügung braucht auch tatsächlich immer jemanden, der sie durchsetzt. Das bedeutet, es gibt schon einen Bevollmächtigten, zum Thema Vorsorgevollmacht kommen wir ja dann gleich zum zweiten Teil, oder ein gesetzlicher Betreuer. Wie wissen das Ärzte? Sehr häufig Menschen, die Vorsorgedokumente errichtet haben, denen wird empfohlen und denen empfehlen wir auch, dass man eine sogenannte Notfallkarte zum Beispiel im Geldbeutel aufbewahrt, in welcher man darauf aufmerksam macht, dass eine Patientenverfügung vorhanden ist. Oder wenn Angehörige informiert werden vom Ärztepersonal,
Die haben auch sehr oft Kenntnis davon, ob es so ein schriftliches Dokument gibt oder nicht. Eine Patientenverfügung oder seine Vorsorgedokumente, Testamente, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung trägt man natürlich nicht jeden Tag mit sich rum, ja. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt in dieser Patientenverfügung etwas geregelt und der behandelnde Arzt ist der Meinung, mir würde eine andere Behandlung aber besser bekommen. Wer gewinnt denn dann, meine Patientenverfügung oder der Arzt? Also die Patientenverfügung dokumentiert ja den Willen, den mutmaßlichen Willen, wenn man sich dann nicht mehr artikulieren kann. Und wenn man quasi auf ein Behandlungsangebot nicht eingehen möchte oder das nicht haben will, ja, dann wird das dann auch nicht durchgeführt. Okay. Ich schließe heute eine Patientenverfügung, nehme an, bei Ihnen ab. Mhm. Jetzt bin ich nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht furchtbar alt. Gilt die dann noch für den Rest meiner Lebenserwartung oder muss ich da regelmäßig sie rüberschauen lassen? Patientenverfügungen gelten so lange, bis man eine neue Patientenverfügung errichtet. Also solange, da gibt es kein Verfallsdatum in dem Sinne. Selbstverständlich ist es insgesamt wichtig und sinnvoll, dass Vorsorgedokumente in regelmäßigen Abständen mal überprüft werden von einem. Eine Patientenverfügung eines ganz jungen Menschen, der wahrscheinlich auch eine andere Einstellung zu lebenserhaltenden oder nicht lebensverlängernden Maßnahmen hat. Ja, diese Patientenverfügung eines jungen Menschen wird anders aussehen als die Patientenverfügung von jemandem, der etwas älter ist. Aber ansonsten gilt sie grundsätzlich, bis man eine andere Patientenverfügung aufsetzt. Was raten Sie mir? Ich will jetzt mal Ihre Antwort nicht vorwegnehmen. Soll ich mir jetzt das Muster einer Patientenverfügung aus dem Internet herunterladen oder einen Freund fragen, was er gemacht hat oder was soll ich jetzt tun? Und wenn ich was tue, was kostet das dann? Also grundsätzlich raten Anwälte und Notare in der Regel auch von Mustern ab. Das Problem ist, Muster sind auch fehleranfällig. Beziehungsweise bei Mustern, vor allem was die Sachen angeht, dass man irgendwas ankreuzen muss, sind fehleranfällig. Was passiert, wenn Sie mal vergessen haben, ein Kreuzchen irgendwo hinzusetzen? Bei einer Patientenverfügung ist auch natürlich, muss ja den Willen dokumentieren, quasi wie stehe ich insgesamt zu lebensverlängernden oder nicht lebensverlängernden Maßnahmen. Und wenn man da kreuz und quer mal ja, mal nein ankreuzt, kommt, steht derjenige, der die Patientenverfügung umsetzen soll, ja auch vor der Frage, was wollte denn jetzt derjenige und diejenige? Also wir raten natürlich von Dokumenten, die im Internet kursieren und die natürlich nicht überprüft sind, raten wir grundsätzlich ab. Natürlich gibt es die Broschüren des Justizministeriums und der jeweiligen Ministerien, auch des Bayerischen Justizministeriums, die sind natürlich ein guter Anhaltspunkt, um sich mal Gedanken darum zu machen. Wenn ich mich jetzt von Ihnen beraten lasse in der Kanzlei im schönen München, was kostet mich dann die Patientenverfügung? Wie sagt der Anwalt so schön, das kommt immer darauf an, ja. Das kommt immer darauf an. Wir bieten Vorsorgedokumente immer nur im Paket an mit einer Testamentsgestaltung und grundsätzlich wird das bei uns auf Basis einer Pauschale dann abgerechnet, je nachdem, wie denn der Umfang insgesamt der Sache ist. Okay. Und die Hinterlegung des Dokuments erfolgt dann bei einem Notar oder beim Zentralen Vorsorgeregister oder bei Ihnen? Oder nee, hinterlegt in einer Kanzlei, in einer Anwaltskanzlei sollte man grundsätzlich nie hinterlegen, weil Sie dieses Originaldokument ja benötigen. Die Patientenverfügung behalten Sie für sich und eine Registrierung. Registrierung bedeutet nicht, dass es irgendwo hinterlegt ist wie Testamente, sondern es wird nur registriert, dass ein Dokument vorhanden ist. Aber das Dokument, das Originaldokument behalten Sie bei sich. Okay.
Sie nannten vorhin den Begriff Vorsorgevollmacht. Worin unterscheidet sich denn die Vorsorgevollmacht von der Patientenverfügung? Die General- und Vorsorge, eine Vorsorgevollmacht ist in der Regel auch eine Generalvollmacht und kommt zum Tragen, wenn jemandem etwas passiert, zum Beispiel wenn man ins Koma fällt oder wenn man nicht mehr in der Lage ist, wenn man zum Beispiel nicht mehr geschäftsfähig ist. Infolge fortschreitenden Alters, das klassische heutzutage die Demenz. Wenn Sie dann keinen Bevollmächtigten haben, wird das Betreuungsgericht eingeschaltet. Und um das zu verhindern, um einen gesetzlichen Betreuer zu verhindern, benötigt man eine sogenannte General- und Vorsorgevollmacht, dass man jemanden bevollmächtigt, der für einen handelt, wenn man im Rechtsverkehr handelt, wenn man selbst nicht mehr handeln kann. Aber wenn ich verheiratet bin, dann wird doch mein Ehepartner die Dinge für mich regeln. Ja, das ist so der klassische Irrtum. Es gibt in dem Sinne kein derart großes, weitreichendes gesetzliches Vertretungsrecht unter Ehegatten. Das funktioniert nicht. Das gibt es nicht. Und aus diesem Grund, wenn man verheiratet ist und einem passiert etwas, dann kommt der andere Ehegatte zum Beispiel nicht an das Konto ran vom anderen, wenn es kein gemeinsames Konto ist. Dann kann man den Ehegatten auch nicht vor irgendwelchen Behörden vertreten. Man kann keinerlei auch medizinische Entscheidungen für ihn treffen, weil man dazu keine Befugnis hat. Und um diese Lücke zu schließen, benötigt nicht nur Ehepaare, aber man benötigt grundsätzlich, wenn man das 18. Lebensjahr vollendet hat und ja, wenn man das 18. Lebensjahr vollendet hat, hat man keinen gesetzlichen Vertreter mehr. Und um diese Lücke zu schließen, benötigt man einen Bevollmächtigten, um keinen gesetzlichen Betreuer zu bekommen. Genau. Was kann man dann konkret in dieser Vorsorgevollmacht regeln? Diese Vorsorgevollmachten sind grundsätzlich auch Generalvollmachten. Das bedeutet, die Vertrauensperson, die Sie da als Bevollmächtigten einsetzen, kann quasi über alles entscheiden. Über das Aufenthaltsbestimmungsrecht, zum Beispiel in welches Heim man zum Beispiel gelegt wird, über die Gesundheitsfürsorge, über die Vermögensangelegenheiten, also über sämtliche rechtliche Belange. Also im Grunde genommen über all das, worüber ich auch entscheiden würde, So wenn ich ist noch es. entscheiden könnte. So ist es, genau. Und wie erfolgt da die Legitimation? Also ich nehme mal an, Sie raten auch wieder davon ab, sich über irgendeine Suchmaschine etwas aus dem Internet herunterzuladen. Ich komme also zu Ihnen. Wir regeln diese Vorsorgevollmacht. Und wie kann man dann nachweisen, dass irgendjemand bevollmächtigt ist durch mich? Da ist genau dasselbe, das Dokument, das Originaldokument quasi, ist der Nachweis dafür, dass jemand eine Bevollmächtigung hat. Und auch hier, wenn etwas passieren sollte, wird angeraten, immer etwas bei sich zu führen, welches den Hinweis einfach erhält, dass man eine Vorsorgevollmacht hat. Sollte man zum Beispiel einen Unfall haben und man wird ins Krankenhaus eingeliefert und es ist nicht bekannt, es stehen wichtige Entscheidungen an, man ist selbst nicht ansprechbar, dann kann es sein, dass dann das Krankenhaus zunächst das Betreuungsgericht informiert und sagt, hier müssen Entscheidungen getroffen werden, wir haben hier gerade keine Angaben, gibt es nächste Angehörige oder Ehegatten, wir brauchen jetzt schnell eine Entscheidung, wir brauchen einen gesetzlichen Betreuer. Was macht das Betreuungsgericht? Das Betreuungsgericht ruft dieses zentrale Vorsorgeregister ab und wenn eine Vorsorgevollmacht registriert ist, wird quasi Rückmeldung gegeben, dass man benötigt keinen gesetzlichen Betreuer, der Betreuungsrichter macht die Akte zu und gibt Rückmeldung. Es gibt einen Bevollmächtigten, wir brauchen hier keine Betreuung. Das ist immer der Sinn und Zweck der Registrierung einer Vorsorgevollmacht, dass in solchen Fällen die Betreuungsgerichte diese Information abrufen können und keine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden muss.
Und auch bei der Vorsorgevollmacht die gleiche Frage wie bei der Patientenverfügung. Einmal gilt für immer oder? Einmal gilt für immer, einmal gilt für immer, es sei denn, man widerruft die Vorsorgevollmacht. Und was kostet mich das? Auch da ist es wie immer, das, ja, das ist dasselbe, das kommt darauf an. Wichtig ist, bei einer Vollmacht muss man wissen, in bestimmten Bereichen muss diese beglaubigt werden, beziehungsweise manchmal sogar notariell beurkundet werden. Und bei der Beglaubigung gibt es die Variante notarielle Beglaubigung, insbesondere wenn man über Gesellschaftsvermögen und Immobilienvermögen verfügt. Oder die Beglaubigung bei der Betreuungsbehörde, wobei das könnte ab nächstem Jahr tatsächlich problematisch sein. Ab nächstem Jahr gibt es eine Änderung, das Betreuungsrecht erhält eine, es gibt eine Betreuungsrechtsreform und zum 01.01.2023 tritt ein neues Gesetz in Kraft. Und es kann sein, dass dann die Beglaubigung durch die Betreuungsbehörde, die möglich ist, ein Problem aufweist, weil man damit transmortal, also über den Tod hinaus, keine Handlungen zum Beispiel bei Grundstücksgeschäften vornehmen kann. Das wird dann wahrscheinlich testamentarisch dann geregelt. Da löst das Testament dann die Vorsorgevollmacht. Nee, die Vorsorgevollmacht gilt grundsätzlich über den Tod hinaus, um handlungsfähig zu sein. Weil bis ein Testament eröffnet wird und man einen Erbschein bekommt, der einen als Rechtsnachfolger ausweist, dauert es lange. Und wenn man eine Vollmacht hat, die über den Tod hinaus gilt, kann man Rechtsgeschäfte noch vornehmen. Okay. Genau. Und noch etwas Wichtiges, was diese Reform anbelangt, nächstes Jahr. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, kein gesetzliches Vertretungsrecht unter Ehegatten. Da wird es eine neue Regelung geben, dass im Gesundheitsbereich Ehegatten ein wechselseitiges Vertretungsrecht eingeräumt wird, allerdings nur für 3 Monate beschränkt. Da sollen die Betreuungsgerichte sollen entlastet werden und es sollen solche Fälle, wie ich die vorher beschrieben habe, jemand kommt ins Krankenhaus und es stehen dringende Entscheidungen an, es gibt aber keine Vorsorgevollmacht und man müsste einen gesetzlichen Betreuer bestellen, was auch der Ehegatte sein kann, dass diese Fälle ausgelagert werden, herausgenommen werden und sichergestellt ist, dass zumindest für 3 Monate quasi medizinische Entscheidungen durch den Ehegatten erfolgen können. Macht aber eine Generalvollmacht nicht obsolet, weil es gilt wirklich nur eingeschränkt für einen kurzen Bereich, für einen kurzen zeitlichen Zeitraum im Gesundheitsbereich. Also ich glaube, ich habe Sie so verstanden, man sollte auf jeden Fall, solange man noch klar denken kann und sich gut fühlt, eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht abschließen oder in Auftrag geben, damit man, wenn ein Unfall, und das kann ja jederzeit passieren, oder irgendwas anderes gesundheitlich passiert, man eingeschränkt handlungsfähig ist oder nicht mehr handlungsfähig ist, die Dinge einfach in seinem Sinne dann auch weiterlaufen. Und sich darüber vorher Gedanken zu machen, ist ja wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ja, und wenn Sie fragen, oft kommt die Frage, auf welches ist das wichtigere Dokument? Viele halten die Patientenverfügung immer für das wichtigere Dokument. Das wichtigere Dokument ist die Vorsorgevollmacht. Weil die Vollmacht, wie vor allem auch, die, wie man sagt, Generalvollmacht, der Bevollmächtigte ist ja auch handlungsfähig, was die Gesundheitsfürsorge anbelangt. Das bedeutet, wenn man mit seinem Bevollmächtigten spricht, muss er und seine Wünsche auch darlegt, der Bevollmächtigte muss ja diesen Willen durchsetzen, auch wenn ich mich nicht mehr ausdrücken kann. Und aus diesem Grund kann man eine Patientenverfügung errichten, muss es aber nicht. Also wenn man die Entscheidung treffen müsste, welches Dokument, dann die Vorsorgevollmacht, weil die Patientenverfügung deckt nur einen ganz kleinen Bereich ab. Da muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Ich habe also eine Patientenverfügung und dort geregelt, was ich regeln möchte für den medizinischen Notfall. Ich habe auf der anderen Seite eine Vorsorgevollmacht, die denjenigen, den ich bevollmächtigt, auch gesundheitliche Fragen für mich zu regeln. Was passiert, wenn es zwischen der Patientenverfügung, also der Regelung, die ich getroffen habe, und den Dingen, die der Bevollmächtigte will, einen Widerspruch gibt?
Nein, der Bevollmächtigte muss den Willen seines Vollmachtgebers durchsetzen. Und die Patientenverfügung ist der antizipierte Wille des Vollmachtgebers. Genau, deswegen muss er durchsetzen. Also der Bevollmächtigte darf quasi nicht seine eigenen Interessen durchsetzen, sondern muss die Interessen des Bevollmächtigten durchsetzen. Frau Demetzi, es ist eigentlich ganz einfach. Man soll sich Rat suchen und am besten, wenn man in Süddeutschland wohnt, bei der Kanzlei RDS in München und bei Ihnen und Ihrer Kollegin. Genau, so ist es, Herr Müller. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch heute zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und hoffe, dass wir alle die abschließen, aber nie brauchen. So ist es. Danke, Herr Müller. Wiederschauen. Wiederschauen. Thank you.